3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Oh mein Gott! Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute pünktlich um 10 Uhr auf dem 24.12. eine Runde Mario Kart mit den Jungs Uwe und Danny. Moin, moin Jungs. Moin! Moin Freunde, was geht ab? Ich bin's. Der Uwe. Tim. Nee. Heute eine Stundenfolge. Wir haben es zwar in letzter Zeit nicht so wirklich hinbekommen, zusammen aufzunehmen, aber heute gibt's auf eure Nacken eine Stundenfolge Mario Kart. Das heißt, Freunde, da will ich Liebe drauf sehen. Liebe, also Easiness. 5 Millionen Likes. Ansonsten kommt nie wieder eine Folge Mario Kart. Happy. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht, ich habe eine kleine Leberfleckallergie. Ich habe jetzt hier neue Leberflecken hinzubekommen. Wir spielen gespiegelt, also 150, kuriose Items, alle Fahrzeuge und Computer leicht. Danny und ich, Schulden. Wie ist überhaupt der Schuldenstand zwischen uns, Danny? Ich bin ziemlich sicher, dass wir alle auf Null sind. Nee, auf keinen Fall, Digga. Du schuldest mir safe noch 200 Euro, bestimmt. Absolut Lügen. Ja, ich weiß, ich werde im Nachhinein nochmal recherchieren, ist auch egal, wir sind jetzt auf Null, Fakt drauf. Ich würde sagen, let's go, erste Runde. Oder Lügen Danny, ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube eher Lügen Danny, sag ich dir ganz ehrlich, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Also das heißt, das Video wird so mäßig uncut sein und muss mal gucken, Leon wird schon was Geiles daraus basteln, denn Leon ist Ehrenbruder. In dem Sinne auch nochmal ein Kuss an Leon, der meinen Kanal zu dem gemacht hat, wo er jetzt auch aktuell ist, Digga, Liebe für Leon. Meine Map kommt, geil. Und ja, ich habe eben 2-3 Runden mich eingefahren, aber wir haben selber alle hier, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr den Wii U-Controller in der Hand gehabt. Ich wollte eigentlich mit dem Pro-Controller spielen, aber man kennt den Akku alle, kein Bock zu laden. So, Danny, Bruder, Bock? Moin, ich bin's, der Testszener. Testszener, okay, Easiness. Erstmal warm fahren, Alter, ihr habt euch ja schon warm gefahren. Digga, gar nichts, Uwe, ich bin auch nicht warm gefahren. Danny hat lieber nochmal den einen oder anderen 50er im Online-Casino angezündet, hat er mir gerade erzählt. Aha. Was? Achso, ganz kurz zu erwähnen, wir spielen natürlich hier auf der Wii U und nicht auf der scheiß Switch. Ja. Die Switch hat für sich als Konsole ist natürlich ganz cool so, aber das Mario Kart da drauf gefällt uns halt einfach nicht. Uwe hier. Ah ja! Oh ja, Sniper Pro. Ja, genau. Digga, er war nicht weg. Man kennt ihn. Gekommen, er war einfach nicht. Oh, eine Münze, eine kleine Doni, aber kann ich auch gut gebrauchen mit einem 30-Tage-Spanner-Crit. Doni schmeckt gerade besonders gut, glaube ich. Ja, die Doni schmeckt. Also, ungewohntes Gefühl auch. An der Stelle. So, zack. Ah, Bruder. Das gute Fahren setzt sich seit Tag 1 durch. Natürlich nehmen wir auch noch Folgen für Uwe und Solution auf. Für Uwe auf jeden Fall heute noch, ob wir für Solution aufnehmen heute, wissen wir noch nicht, weil er meinte irgendwie, ja, vielleicht auch lade ich meine an Silvester hoch, das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. Dann so kurz, ja. Nee, da habe ich auch gar keinen, nee, Danny, da habe ich gar keinen Bock jetzt drüber zu labern, ehrlich gesagt. Die Werbung kommt aber, Leon musst du drinnen lassen, Bruder. Nee, nein, das, nein, nein! Leon, nein, das wird draußen. Meine Folge kommt am 31. Semesterfolge, let's nee, go. Nee, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, Digga. Okay, da bin ich jetzt ganz ruhig so. Deiner Folge. Digga, es geht ja immer noch um 10er, Bruder. Mein PayPal-Konto ist leer. Ja, wie man sich vorstellen kann. Keine Streams, kein PayPal-Money. Ja, aber gut, bald kommt das Support and Creator-Money, Digga. Das schmeckt. Musst du dir im Übrigen auch nochmal machen. Och, ja, nee, eine für, eine, ja. Eine für ja, Blonde. Genau so. Eine für Blonde. Ja, egal, scheiß auf. Wie schmeckt das eigentlich? How is going, Digga? So eine was Scheiße, was? Mann. Oh, ach, noch eine Runde. Du kassierst ja. Die mal nicht, Uwe, die Blaue. Ja, ja, mach sie. Ja. Was soll ich machen? Aber eine für Blume, du, das kommt noch. Ja, wartet mal ab. Gutes Fahren. Der Bot drückt nicht. Ah, ja. Warum, Digga, da ist ja ein Bot vom. Nee, Lul. Das ist der Bot. Komm, Bot beiseite mit dir. Wir wollen zu Danny. Oh, Alter, warst du drei, du dumme Sau. Ja, weil ich drei bekommen habe, würde ich behaupten an der Stelle. Aber er hat eine Tröte, okay. Kritisch. Ohne Tröte, was soll ich denn damit, Digga? Mann! Scheißgeschenke! So, gib mir jetzt noch was Gutes, du Arsch! Och, Mann, ey! Du Arschloch! Och, Digga. Komm schon. Oh, Monte, mein Süßer! Nee. Da kommt X, der goldene Pilz! Nee, der kommt nicht! Verpiss dich, Junge! Hau rein, Bruder! Mann! Man kennt ihn! Der Schwein hat meinen Windschatten genutzt. Silvesterfeuer kommt! Keine Werbung. Wieder, komm ey, da leck mich doch am Arsch. Boah. Einfach unfair, Bruder. Einfach unfair. Ich bin so souverän gefahren und dann kriegt er
Na egal, scheiß drauf, egal. Welche Karte nehmen wir dann als nächstes? Ich würde mich natürlich auch wie jedes Jahr interessieren, was ihr an Heiligabend macht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Der ein oder andere wird wissen, dass ja bei mir immer am zweiten Weihnachtstag die Action ist. Also ja, am zweiten Weihnachtstag, da kommt die Familie immer zu Oma und Opa. Mein Cousin Tommy, meine Cousine Nina, meine beiden Geschwister, mein Papa, mein Onkel, alle sind da. Dieses Jahr ist es auch so, mit dem kleinen Unterschied, dass ich, glaube ich, gefühlt das erste Mal in meinem Leben an Heiligabend mit meiner Mutter bei meiner Oma bin. Ich glaube, das habe ich noch nie, also war noch nie. Meine Oma, ja, ist auch scheißegal, aber auf jeden Fall, Heiligabend bin ich bei Oma und Opa und mit meiner Mutter und werde Grünkohl essen. So, hier, Danny? Ja? Was sagst du, nochmal ein Test 10er oder was? Ich lausche. Ja, aber also ich sag mal, ein, zwei Folgen Test 10er geht noch klar, Digga, aber dann... Oder muss ich auch mal hochstellen auf dem Funke die Drehung? Weißt du, wie ich meine? Verstehst du? Die Sonne muss lachen, Bruder. Zack. Ja, lass mal einen Test 20 machen, würde ich sagen. Jetzt ein Test 20. Nee, das bringt Unglück. Wir haben jetzt einen 10er gemacht. Nächste Runde in 20, ja? Ja, das bringt Unglück. Zack. Ah ja, mach mal rein. Och, nee. Oh, doch. So, hier. Guck mal, Freunde. Das unterscheidet mich von Danny. Oh, ja. Moin. Aha. Verpiss dich, Danny, du. Ekliger in meiner Hintertasche. Guck mal. Ah ja, hier. Kennt ihr den? Zack, zack. Und da ist er aber auch schon wieder gefühlt da, wo er auch vorher war. Null. Aber auch im zweiten fühle ich mich sehr wohl. Nee, ich nicht. Nur auf dem ersten ist immer eigentlich eine Garantie, dass noch eine blaue kommt. Das ja, schauen. Verpiss dich, Danny. Aha! Beiseite, du Hund! Oh, ich hab Angst. Attackiert, du Hexer. Nein! Attackiert! Nix. Oh ja. Und ich hab nicht mal nach hinten geguckt, Digi. Das war schlecht von mir. Da hab ich einfach den Riecher für gehört. Ah ja, drei rote. Ja, ist eine Sicherheit? Ist eine Sicherheit? Hau rein, Alter. Ja, macht ja nichts, Digga. Ich hab hier noch ein kleines Geschenk für dich. Ich bekomme noch einen, keine Sorge. Ja, das wäre unfair, Bruder. Aha. Ja, eine Bombe, gar kein Problem. Ah, okay. Aber ist ja zweite Runde. Alles locker, Digga, alles locker. Ah, oder hier nochmal. Aber das gibt schlechtes Karma in Mario Kart. Das ist das Ding. Oh, dreimal und drei rote. Scheiße, schlechtes Karma, Digga. Am zweiten. Fans. Blitz. Balanced. Oh, Stern! Ei! Haus rein! Du kannst Stoff rausgehauen, balanced. Oder Uwe, Kuss. Komm jetzt, Blitz, bitte, komm! Die also Geschenke sind in Ordnung. Ja, aber Uwe, balanced. Uwe, hatte ich keine rote, keine doch eine. Aber da hat Uwe ganz gut. Ganz ja, gut. Ah, oh, das war's komplett, ja, okay. Hat mich meine Grüne etwa geküsst. Ja. Ja, aber sag niemals nie, Digga. Hier kann auch viel passieren. Oder ich muss riskieren nochmal. Der erste Platz reizt mich. Ja, nee. Ja, Bruder muss groß. Tinte, Digga. Egal. Zweiter Platz. Kann ich mitleben. Und wieder auf Null. Ja, aber wir sind souveränes Fahren. Meinerseits würde ich sagen, 24 Punkte. Die beiden Jungs haben 25 Punkte. Belastend, aber egal. Wir haben ja heute noch ein bisschen vor uns. Erst 9 Minuten, Digga. Fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Schon wollte schon fast mich schon verabschieden, Digga. Ja, und wie gesagt, also Heiligabend werde ich jetzt... Och nee, Akku alle, da leckt mich doch fett an Rosettchen. Ey. Ich hab ihn eben noch gefragt, ist er aufgeladen? Ja, alles easy. Nein, meine E-Zigarette, du neumann kluger Melonenkopf. Okay, gut. Bruder, das war's aber komplett nicht. Brauchst gerade Leo, Bruder? Nein, das wird nicht rausgekattet. Also ich werde Heiligabend zu Oma und Opa gehen und eigentlich wollte ich abends ja noch für euch einen Stream machen. Also heute theoretisch gesehen, aber ich habe von Twitch auch noch keine Antwort bekommen auf meine Mail nach einer Woche. GG an der Stelle. Oder was groß? Vielleicht. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video rausgekommen ist, habe ich noch schon eine Antwort bekommen, weiß nicht. Und ja, keine Ahnung, was ich dann Heiligabend mache. Ich glaube, werd mir auf YouPorn ein paar Christmas-Pornos reinziehen für die weihnachtliche Stimmung, Digga. Wo einer so ein paar Glocken an den Eiern hat, damit es auch schön bounced. Keine Ahnung, also ich denke immer, ich werde zocken mit Chili-Brili. Fortnite. Mal gucken, das ist eigentlich mein Plan. Und ansonsten, ja, erster Weihnachtstag geht nix. Zweiter Weihnachtstag Omi, Opi mit der ganzen Familie. Und dann war es das auch schon wieder mit Weihnachten. Ich freue mich auf das leckere Essen, ich freue mich aufs Zusammenkommen mit der Familie auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Ja, ist immer, ist zwar einmal selten, aber ist dann auch mal schön, wenn es ja, so ist. Ja, auf jeden. Das stimmt auf jeden Fall. Danny, Test. Oh nee, die Map, Digga. Ach du Uwe, du Arschloch. Ich weiß jetzt. Test 20, würde ich sagen, ne? Ja, bin ich dabei. Test 20. Bin ich drin, Olga. Mhm. Zack. So. Und weißt du, Silvester beispielsweise ist bei mir auch nichts geplant. Ich werde Silvester. Weil, also habe ich nichts. Was?
Kauft ihr euch Knaller? Nee. Oh, wenig. Also wenn ich mir was kaufen würde, dann wären es Raketen vom Ding her. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also mit 23 hörst du jetzt echt doof, anders zu sagen, Digga. Aber bei mir ist die Zeit mit Knallen so zu Ende. Weiß nicht. Ich hab keinen Bock für die Scheiße, Geld auszugeben. Und jetzt wird der ein oder andere Hater wieder reinschreien. Ey, du hast doch aber dir eine Kette für über 10.000 gekauft. Oder nichtsdestotrotz habe ich einfach keine Lust, mein Geld mehr in Böller zu investieren. Punkt. Ganz einfach. Ich wollte gerade sagen, die Kette kannst du ja wieder verkaufen. Ja, genau. Ich finde es halt so vom Ding her, also klar, ich gönne euch den Spaß, aber ich finde es irgendwie idiotisch, Geld auszugeben, was ich dann irgendwie in die Luft jag. Und es hört sich doof an und den Aspekt habe ich auch erst, seit ich jetzt Kylo wieder habe. Aber ich denke mir dann immer, hört sich doof an, die armen Tiere, Digga. Das denke ich mir. Dieses ganze Rumgeknalle, Digga, das ist Stress pur. Klar, ich gönne euch das ja auch nur einmal im Jahr. Ich will jetzt auch niemanden dafür haten oder schlecht reden oder so. Aber ich kaufe mir gar nichts, Digga, und werde zu Hause chillen, zocken und um 23:30 oder so die Rouläden runter machen, damit mich auch wirklich niemand abfangen kann. Und mit Kylo chillen. Und der macht sich dann einen entspannten Abend. Und dann weiß ich, werde ich abends... Ach, Mano! Dann werde ich mich abends mit meinem Kollegen treffen, mit seiner Hündin Abby. Oh nein! Darf ich mehr so viel reden? Den kennt ja der eine oder andere von euch, meinen alten Nachbarn. Und damit ihr Hund spazieren, dann war's das für mich. Ich bin immer froh, wenn die Scheiße wieder zu Ende ist, ehrlich gesagt. It's me! Bin wieder da, Jungs. So, ich muss mich jetzt auch mal konzentrieren. Ich habe zu viel gelabert, das sollte ich eigentlich zwischen den Runden machen. Ja, es wird einfach viel weniger mit den Jahren, so mit den Böllern. Es ist halt interessanter, wenn du jünger bist. Ja, auf jeden Fall. Digga, damals als kleiner Butschi mit 13, 14 Böller gekauft, kaufen lassen. Je älter man wurde, je mehr größere Böller. Und dann immer, also nicht, dass ihr es machen sollt. Und dann immer in Briefkästen rein, Mülleimer, Digga. Man kennt doch den Hasen. Man hat halt immer gedacht, man hat gefühlt eine Atombombe in der Hand. So. Und wenn man es in den Mülleimer schmeißt, explodiert das Ding. Aber passiert ist nie wirklich was. Och Mann, Alter, was soll ich denn mit der Scheiße hier? Donation ist schön und gut, freue ich mich drüber, aber... Oh, jetzt muss ich es hier nicht... Aber ich brauche jetzt noch mal was für einen Arsch. Ach, ist schon zu Ende. Null. Ja, schon durch. Also, viele Batterien und so wahrscheinlich, ne? Ja, also wenn ich mir dieses Jahr zum Beispiel was kaufen würde... Also erstmal Chichi, zwar nicht meine Tasche. Wenn ich mir was kaufen würde, dann wäre es ein paar Raketen. Aber werde ich auch nicht, Digga. Werde ich auch nicht. Kein Bock drauf, Digga. So, Digga, jetzt mich fuckt ab, dass meine E-Zigarette alle ist. Früher auch mal richtig doof Betankung gemacht, zu fucking Silvester. Ja. Im Retard-Modus noch, ja, damals. Ja, natürlich, Digga. Ah ja, perfekt. Ne, geht immer noch nicht. Krass, was? Dein Ton geht immer automatisch hier auf Mute. Meiner? Ja, meiner. Oh, Uwe, Digga. Nee, Uwe. Darf ich jetzt auch... Nee, da hab ich keinen Bock drauf, auf deine Technik fragen, Digga. So, ja, alles gut. Dulli, Digga. Ne, das Kabel vom Pro-Controller lag auf der Tastatur. Eine ganz kurze Frage. Hast du den Bus gesehen? Den es interessiert, ja. Das hat hinter mich geparkt, Digga. In Form von Spritze Richtung Poloch. Ja, Mann. Nee, Spaß beiseite. Aber Uwe mit seiner Technik, Digga. Alles gut, Bruder. Ich hab alles. Nicht den Flying Anabol, Uwe fragen. Ich kenne fast niemanden, der so lost ist, was Technik angeht, außer Stili. Stili ist auch maximal lost, wenn es um Technik geht. Stili? Ja, Stili, Bruder. Was habe ich letztens Stili? Ich musste letztens Stili erklären, wie man auf Kommentare filtern bei YouTube kommt. Bruder, der macht seit gefühlt 8 Jahren YouTube. Gut. Das weißt du. Gibt auch noch andere Fragen, vertraue mir. So, hier Danny seine Map. Cheap, cheap. Cheap, Bruder, cheap. Was sagst du? Nochmal ein 20 oder was? 30. Was ist denn jetzt der Stand? Ich war ja eben kurz auf Kram gewütet. Was ist da jetzt Sache eingebaut? Ich und Danny schuldet mir 20. Also ich bin mir halt sicher, dass wir auf 0 waren, aber ich kann mich auch täuschen. Bin ich halt auch nicht zu 100% sicher. Müsste man halt einfach mal die letzte Folge theoretisch gesehen schauen, aber warum sollten wir auf 0 sein? Das, was? Ja, weil ich dich bezahlt habe. Also, aber wahrscheinlich hast du mich bezahlt. Falls sich die Leute fragen, was, genau, wollte ich gerade sagen, mit dem 500er hat Danny ganz ehrenhaft im Stream bezahlt, aber das ist gut. Hat er das bezahlt im Stream? Ja. War das denn? Ach, schon länger her, ne? Wolltest du nicht eigentlich vorbeikommen mit dem Highkick? Ja, hat er sich nochmal rausgekriegt. Also im Grunde hat er sich die Gebühren erspart, sagen wir es mal so. Das war nach dem Ehrenstream, weißt du, wo du und Carsten so drüben seid. Da war halt der Paper voll, ich dachte mir, war noch am Start und dann, das war so lecker attackiert. Ich muss dein Maul halten! Ja, ich hab's gesehen, Digga, du hättest schon längst mit der Tröte attackieren können. Ja, nee, weißt du, Paper war auf jeden Fall Rotze voll, da hab ich direkt den. Poke auf Dead Regel, oder? Was? Poke auf Dead, Digga. Man kennt ihn.
So. Ja, vielleicht kann man auch nochmal drauf eingehen, jetzt wo wir gerade das Thema haben. Zwei Töten auf dem Treten, was soll die Scheiße? Darauf können wir gerne mal eingehen. Thema Casino, kleiner Realtalk am Rande. Also ich zocke extrem wenig, auch egal ob Online-Casino oder auch im Real-Life-Casino. Hat sich alles wieder reguliert. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, für die Leute, die es jetzt interessiert, Casino an für sich in... Alter, dein Ernst! Casino in Deutschland hat sich ja, also die normalen Spielos, die ganzen neuen Automaten sind alle nur Pisse, Digga, hab gar keinen Bock zu spielen. Hm. Das nur mal zu dem Thema. Ab und an gehe ich nochmal zocken, dann beim Kollegen, den ich jetzt namentlich nicht nennen werde, der hat, sag ich mal, im Hinterzimmer noch ein paar Automaten stehen, wo nicht gebucht wird. Da gehe ich ab und an nochmal hin, so, aber ansonsten, denn hier hast du drei Stück, oder was? Nee, einen hat er. Okay. Und wie ist das jetzt zum Beispiel mit den, da gibt's ja mal... Oh, eine, oh nein, oh nein, nein! Ja! Ah, nein! Ich bin's! Ja! Uwe, warum siehst du selber an, Digga? 30er in meine Tasche, Digga. Puffi, ah, benutzt. Idiot, warte mal, ich hätte durchfahren können. Du hättest Digga, durchfahren können, genau, genau, dann hätte sie mich getroffen, Digga. Warte mal, ach nein. Ja, voll verrückt. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, das kann's doch nicht sein. Hier, aber du bist doch nicht gut mit sie angehalten, oder? Doch, ist er. Doch, doch, ich hab. Nee, ich war voll im Fahrsohn, voll im Fahrgefühl. Boah, deswegen verliere ich den VW Uwe. Kennt ihr, hier Jungs, ganz kurz das Geräusch, kennt ihr das? Danny kommt bekannt vor. Woo, Baby, erster Platz, man kennt ihn, darauf erstmal eine Ladung. Ja, scheißegal, scheißegal. Ich war nie weg. Am Ende des Tages predige ich immer wieder. Gutes Fahren setzt sich durch. Fuffi meine Tasche plus erster Platz, souverän ja, ersten Platz. Ich dachte jetzt schon, Weihnachten bei dir in der Nase gerade. Nein, Bruder, mich hat auch die Nasenspray-Sucht gepackt, sag ich ganz ehrlich. Nein, Digga, hör doch, auf, doch. Lass es dir gesagt sein von deinem Ehrenbruder, hör auf. Nee, mein Arzt hat mir das empfohlen. Haram, Bruder, haram. Ja, nee, weil ich so Atemprobleme habe, auch beim Schlafen, hat er gesagt, immer vorm Schlafen Nasenspray. Und ja, dann weißt du ja, wie es tagsüber ist. Da ist sie verstopfter als der Elbtunnel um 16 Uhr. So. Wenn du mal brauchst, rufst du mich an, Digga. Uwe, du apropos, Digga, hab ich noch genug Kappa. Uwe, du wolltest noch was fragen, gerade wegen Casino. Genau, weil Deutschland macht ja jetzt auch Selbstwerbung für Online-Casino aufgeprüft, bla bla bla. Was ist damit so? Bruder, das ist so ein komplexes Thema. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Das ist, Digga, nerventötend. Das ist, auf jeden Fall werde ich zu, sagen wir mal, 88% kein Casino mehr in Zukunft streamen. Ja, weil es einfach mir hat super viel Spaß gemacht, aber am Ende des Tages hat es mir mehr Kopfschmerzen bereitet als gute Laune. Ja, ey, was soll denn die Scheiße, Jungs? Ohne Scheiß, wir zocken hier eine Stunde. Oha, und nach 18 Minuten kommt schon wieder die gleiche Map. Danny, bist du ein Autist oder was? Ich möchte eine Revanche auf meiner Karte. Ist das genehm? Willst du nochmal einen 30er? Ja. Okay, okay, egal, okay. Das kann ich nicht noch lassen. Okay, dann geht's jetzt hier um die Ehre und um das Jungfrauenhäutchen unserer Mütter. Stehen, das heißt? Meine Karte, let's go. Das war nämlich immer gequatscht, abgelenkt gewesen, dies. Ja, ich auch! Hier, was heißt das? Ey, ach, Digga! Aber ich werd doch die ganze Zeit weggefickt von dir, das ist aber auch heftig, Mann. Ach, Bruder, was soll ich sagen? Ich war nicht weg. Uwe, misch dich mal ein bisschen mit ein hier, mach mal ein bisschen mehr Action. Ja, ich bin hier vorne, Alter. wo sind eigentlich die Blitze, Mann? Verfickt. Ui, aber nein, auch mal Uwe, auch ja, Mann. Ja, das war nicht schlimm. Ich kann sie dir wegschießen, weißt du, auf. Och man, Danny, du Arschgesicht. Der war lecker, der war richtig lecker. Ja, aber war in der ersten Runde, Bruder. Alles entspannt. Alles entspannt. Oh, eine Bombe. Fahr rein, du Bitch. Danke. Oh, du fährst nicht rein. Nee, nee, ich bin nicht reingefahren, Bruder. Verpiss dich! Jetzt fucken die Bots ab, obwohl ich sie auf leicht gestellt habe, oder was? Ja, auf leicht abpacken. Ich glaube, ich kann besser fahren, wenn ich die ganze Zeit rede. Oh, ich hoffe ablenken. Wo warst du eine Tröte da? Die haben die Töten, glaube ich, hochgepatcht. Die haben auch schon eine Tröte. Ey, och, Digga. Oh. Das drei? Ach, Mutter, immer drei. Ey, Mann, der Scheiß! Ey, er hat die besten Items aller Zeiten die ganze Zeit, der Wichser. Und war es ein Bot? Das war ein Bot, Kappi. Kappi, Digga. Ja, immer wenn ich Kappi sage, das neue Insight, ich habe mich letztens versprochen, als wir gechillt haben, ich, Carsten und Elotrix, glaube ich, oder, nee, ich und Elotrix und Stili. Eine für den Blube. Ah, ja, man kennt ihn, Digga, ich bin so weit erster, Digga, dass zwei Blaue kommen können, jetzt mal so. Und dann habe ich Elotrix und Stili, so richtig, haben gechillt. Und dann habe ich auch den Kappi gesagt, seitdem ist das der neue, das neue Kappa. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, ne, genau, immer wenn ich Kappi sage, muss ich mal an Jappi denken. Ich weiß auch nicht, warum. So, jetzt spielen die Geschenke eine entscheidende Rolle, Digga, ganz entscheidend. Ich glaube, ich habe den, bin aber nicht sicher. Ja, ich bin dicht hinter dir. Ah, oh, damit könnte ich...
Mach nicht so, Mann. Sag einfach, dass du Scheiße hast, bitte. Nein, nee, ich komm dicht dran. Oh, beiseite, Danny. Oh, ist das ein lächerlicher Scheiß. Ach, Mann, ich hab gefetzt, ihn. Oh, ich komm trotzdem noch. Oh, nein, nein. Oh, ja! Lächerlich! Lächerlich, Digga, die besten Geschenke, Digga. Wetten wir hart eingestellt jetzt, Digga. Hart runtergeschraubt, lächerlich, Digga. Was du für Geschenke bekommst die ganze Zeit. Tu! Auf dich, Alter. Honey. Lächerlich! 80, Digga, Mathe oder was, Digga? 50, 30, 80! Lecker. So, also, Fuffi in meine Tash. Das heißt, wir sind auf 100. Bitte. Das war ein Tilt. Auf der Linie, hast du es gesehen, Bruder? Hast du es gesehen? Auf der Linie. Nee, ich hab meine Augen zugespielt. Oh, ja. Schmeckt. Wollen wir nicht jetzt hier nochmal Karten nehmen, die wir noch nicht so viel gespielt haben? Ja, Regenbogen hier zum Beispiel. Ja, ich will, warte, ich nehme auch mal eine, die wäre. Im Allgemeinen kein Mario Kart. Super Canyon, wo der Donut immer aussieht wie ein Poloch. Da, oh, geil, schönes Rosettchen auf braun. So, an meine minderjährigen Zuschauer, eine Stundenfolge, da muss ich eine Zigarette zwischendurch rauchen, das geht nicht anders. Meine E-Zigarette ist alle, sonst hätte ich die geraucht. Also an der Stelle für die Minderjährigen, fangt bloß gar nicht erst an mit der Scheiße. Aber ein Kippchen muss sein. So, ich werde sowieso nur dreimal ziehen und dann die Scheiße wegschmeißen. So, let's go. Zwanni willst du jetzt nochmal? Ja, okay. Dann machen wir jetzt den Honig voll, Kappa. Was für ein Honig? Ich sehe schon den 500er voll in diesem Video, Alter. Hört ihr schon. Ja, also wir sind jetzt nur ganz kurz, wir sind bei 100, Daddy, ne? Über 80, Digga. Nee. 50 plus 30. Ach so. Ach ja, stimmt, wir haben ja. Ja, nee, sorry, mein Fehler. Ich hab die ganze Zeit gedacht, wir retten um 50 gerade. Mein Fehler. Ich sehe schon wieder die Kommentare, die jetzt gerade reingestehen wurden. 80, 50 plus 30 ist ja noch keine 100, Monte, ja, Bruder? Was soll ich sagen? Manchmal habe ich auch Brain Lag. So, komm schon mal, ich brauche mal ein bisschen Liebe auf ihre. Ich wollte so tilten, eine heilige Scheiße, Mann. Gib mir schnell weg. Ja, hier, komm. Oh, der erste, du hast gar nicht mitbekommen. Ja, war halt Augen zugefahren. Nee, ich hab die Kippe weg. Was war das denn jetzt, Digga? Regen, Digga, ein Boomerang. Ja, achso, okay, ja. Oh, die Augen auch mal spielt jetzt. Ja, ich lass Uwe extra vor, extra abgebremst. Aha, wem du will. Naja, du. Ich bleib auch im richtigen Moment. Oh, gutes Fahren, mal wieder, man kennt mich. Bist du runtergefallen? Ja, ja. Warum das nicht vernünftig immer angezeigt wird, das habe ich mir nicht gesehen. Ich werde nie wieder was patchen, Digga, nie wieder. Nee, in dem Teil wird bestimmt nichts mehr gepatcht. Nee, der ist los. Nee, Digga, also wenn die hier was patchen, sollen wir lieber was updaten beim richtigen. Aber man muss wirklich sagen, no hate jetzt an Nintendo, ich liebe Nintendo auch und das ist meine Kindheit, aber ich finde, die haben so viel Potenzial eigentlich in diesen Spielen und verschwenden viel Potenzial. Mhm. Also aus meiner Sicht. Auch dass einfach auf der Switch keine neue Map rauskommt, Digga. Da kommt keine neue Map raus. Ich weiß, es sollte nur ein Remake so gefühlt sein, aber... Oh, ich hatte einen Stern! Ich hatte einen Stern! Und ich wollte noch zu Ende erzählen und dann einsetzen. Oh nein! Oh nein! Aber Luke, alles gut. Erdbeben ist drin. Overkate! Jawohl! Extra-Kate, Bruder! Mann! Kurren! Digga, das war einfach... Bruder, das war einfach mein Fehler. Ich hab den Stern... Wer hat eigentlich den ersten Cup gewonnen? Ich! Du Arschloch! Montausen! Du Arschloch noch dazu! Digga, das gibt's doch nicht, Alter. Hätte ich den Stern, wär's safe Sache und so, weil ich... Ach... Mann, ich wäre den Lad mal ein bisschen länger jetzt. Schneller, Lul, länger wahrscheinlich. Das war's komplett. So. Bruder. Uncut-Videos habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Muss ich ehrlich... Oh, morgen, die Kamera ist schon wieder verschoben, sehe ich jetzt erst. So. Besser ist es. So, welche Karte... Oh ja, doch. Nochmal Chichi, Jungs? Nee, verpiss dich, Digga. So. Ach, Dennis, Bruder, ich bin am Aufnehmen. Nochmal so. Es würden ja auch eigentlich 4 Maps oder so, wenn ja schon reichen, ne? Also nur 4-5 Maps mehr. Ja, ja, definitiv. Schon leck. Die müssen ja auch nicht übertreiben, aber nicht mal das kommt. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Sie bringen ein Remake von Mario Kart 8 auf der Switch raus. Okay, es wurde nur als Remake verkauft. Aber was spricht denn dagegen, ein kleines Entwicklerteam dahin zu setzen, die 3-4 geremakte Maps oder neue Maps rausbringen, die man sich für einen 10er im Switch Store kaufen kann? Das ist doch eine Win-Win-Situation. Jeder wird sich die kaufen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen, Digga. Dann würde ich sogar auch mal wieder auf der Switch spielen. Aber geil. Ja, bei wie viel hat er jetzt? Bei 60, ne?
Ja, ich hatte halt auch kein Verständnis für, man. Keine Ahnung. Ja, die auch. Können auch so geile Skins machen, neue. Ja. Die können so viel machen, Alter. Ja, aber 60er? Oh, 60er jetzt. Jalla. Jalla, Habib. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass sie da zu wenig Mitarbeiter so für haben. Nee. Ich finde es schade. Ist gar kein Disrespect oder böses Blut an Nintendo. Och. Ich finde es einfach nur schade, weil... Ja. Mehr gibt es dazu so nichts zu sagen. Einfach schade. RIP 60er. Wieso? Ach Digga, du bist ja natürlich und jetzt gerade mal angefangen. Vierter. Scheiße, man so reingezogen, so durchgereicht. Oh, die Banane hier auch ganz eklig. Die ist mir aus Versehen rausgerutscht, Bruder. Ah, Uwe? Ah ja. Okay, dann weiß ich ja schon mal, wo ich den 60er abholen kann dann, mit dem Highkick. Wie scheiße. Highkick zum Knöchel, Digga. Zum Knöchel. Ich würde, Bruder, nicht mal mein Bein bis zu deinem Pischermann hochbekommen, gefühlt. Ohne einen Krampf im Oberschenkel zu bekommen. So, Jala, komm, Boost. Richtig. Blitz, bitte. Blitz, Baby, Blitz. Nein, das war schlecht gemacht von mir. Komm, ganz Blitz. Aber Danny ist doch ein Stückchen weg, ehrlich gesagt. Jo! Oh, einer ist im Discord, ey. Jo, Standard-Skill, Moment, wir nehmen Stundenfolge auf, Bruder. Muss los, Digga, sorry. Ja, alles entspannt, dein Mikrofon ist wieder scheiße. Wir bringen noch den Ball angemerkt. Ich komm später, ciao. Alles klar, ciao. Ja, Standard-Skill hat immer Probleme mit seiner Dings, mit seinem Mikrofon, dass die Stimme so hochgepitcht ist. Deswegen hat er sich gerade angehört für einen 12-Jähriger. Da soll er aber nochmal hier wegen meiner Technik beschweren, ne? So, also Danny hat mich eben im Übrigen attackiert. Wo bist du? Ich bin auf dem zweiten, ja. Genau. Das heißt, du könntest jetzt von hinten nach Dampf machen. Ja, ich bin an deinem Arsch, Digga, wie du siehst. No, asshole. Ich guck gar nicht nach hinten, Digga. Ich konzentriere mich auf mein Fahren. Oh. Ja, ich würde jetzt gern... Oh, eine für Blume. Von mir, Digga, von mir. Holy shit. Ich wollte damit treffen. Scheiße. Das wird jetzt nochmal kritisch, Digga. Oh, die Grünen, Bruder. Ja, die Grünen, bitte, die Grünen. Ja, Uwe wird aber trotzdem erster. Ja, super. Monty! Hey! Ja! Hau rein, Monty! Hau rein! Ja, den Zwie! Es ist der Goldene! Der Goldene Großmeister! Sag mal, it's me, Daddy. It's me! Ja! Ja, das, darüber reden wir gar nicht mehr weiter. Gar nichts. Okay, weg. Tsching, auf null, Kuss. Pisse. Ach nee, wird ja gar nicht gemacht. Freunde, Grüße gehen raus. Die haben so geschwitzt. An der Stelle vielleicht nochmal deinen neuen Partner erwähnen, Kappa. So, geht jetzt hier die E-Zigarette mal. Alter. Ich hab euch ein Herz gekauft, ich steh durch, Mann. Gleich geht wieder der Feuermelder los. Scheiße. Vielleicht Danny auch nochmal eine Map auswählen. Also, wir müssen zwar eine Stunde machen jetzt, aber auf Krampf zwischen den Runden irgendwie immer nochmal 10 Minuten rausleihen, muss auch nicht sein, Digga. Hä? Digga, lass mich erstmal runter. Weißt du, was das für ein Krampf gerade war, Mann? Ich hab's nee, so weiß ich nicht. Das war so knapp. Das war ein Fotzenhaar. Digga. Ja, lecker. Mit Fotzenhaaren kenne ich mich aus. Kappa. So, ja, Uwe, ganz sicher schon erster Platz. Jetzt geht's nur noch um den zweiten, Digga, zwischen mir und Danny. Letzte Runde. Welche Karte spielen wir überhaupt? Oh. Fofi Danny oder was? Jo, wollte ich auch sagen. Hardy Mac. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Zack. Zack. Bam! So, let's go, Digga. Hast du eine Tröte gehabt, Uwe? Hä, wie jetzt gerade? Nee, hatte er nicht. Er hatte einfach nur Vorsprung, oder? Digga, was war das denn? Meine Bananen waren das. Digga, ich hab nochmal gebrochen. Nee, hast du mich mitgenommen? Ja, Digga. Du hast doch gar keinen Führerschein. So. Och Mann, die scheiß Bananen! Ja! You like that? Danny, Ja, Ehre! Du hast mich nicht getroffen. Och Mann, Anzeigebug ist scheiße! Geschmeckt. Och Mann! Bruder, was ist los? Hier, komm! Ich mach das so spannend, Mann. Ey, das Geile ist auf der Wii U, man bekommt als Erster echt geile Geschenke, Mann. Ja. Auf jeden nicht nur bei der Münze. Ich hab letztens 7-mal hintereinander als Erster eine Münze bekommen. Also ja, auch. Ach, Danny, ey, ohne Scheiß, fick meinen Arsch. Ach, Mann, Digga. Verpiss dich! Reiz aus, Digga. Ich hast du auch einen Stern? Ja, ich hab auch einen Stern, Digga. Reiz aus, du hast den mal reingehauen. Nein, ich fahre aber auch beschissen. Ich reiz nicht aus.
Komm schon, jetzt, Blitz hier, komm, Bruder. Ich reiz aus. Bis jetzt, zack. Ey, ja. Oh, scheiße, Digga. Komm, Blitz! Nein, nein, mach nicht so, Blitz. Blitz mal weg, Bruder. Ich hab sie erst getroffen. Los! Ha! Oh, Nummer 3 rote um den zweiten Kopf. Wie weit ist Danny bitte schön weg, Alter? Das ist easy money, Freunde. Das gibt's doch nicht. Wieso ist er so weit weg? Easy money. Passives Einkommen, Digga. Wieso hast du alle rot nach hinten geschossen? Ich dachte, wir letzte Runde, Alter. Ey, ich bekomme... Digga, Jungs, das war Advanced Tactic. Ich bekomme auch eine zweite Rakete. Nee. Das sind die Evil Genius Tactics. Man kann nichts machen. Selbst mit guten Fahren. Gute Fahrt, Digga. Digga, hinter mir eine Rakete, ich glaub das nicht. Uwe, Digga, alles gut, man. Nimm den ersten. Oh, jetzt ein Blitz! Blitz! Ja! Oh! Ja! Ja! Komm, Bruder, yalla, yalla, yalla! Wo seid Mario, ihr? Fahr! Nein, Mario! Holy shit, Digga. Oh, holy fucking shit, Mann. Ja! Ja, und Uwe hol ich auch noch! Oh, beiseite, Gott, Uwe! Ja. Oh nein! Oh, Mann, egal, Fofi in meine Tasche. Ich dachte, letzte Runde, ne? Warum dachte ich letzte Runde? Digga? Mein Suffkopf, Digga. Puffi wieder in meine Tasche, besser ist es, Digga. Geil! 44 Punkte, Kappa. Ja, weil nicht mehr Wasser und Melone, weil Bier kommt. Aber unentschieden zwischen uns beide 44er und zusammengerechnet ist 88. Zufall oder Schicksal? Ihr entscheidet. So. Achso, es war jetzt der zweite Cup. Wir haben jetzt 31 Minuten, Easiness. I sad, man. Sad. Guter Schnitt, erster Platz einmal und zweiter Platz kann ich mitleben. Würde ich sagen, boah, ich hab richtig Bock auf den Energy, Digga, ehrlich gesagt. Erstmal einstellen, Scheiße. So, zack, zack, bam, bam. So eine Scheiße, Mann. Ah, das stimmt. Das war, Bruder. Aber egal, auch, Digga. Du warst so weit vorne auf einmal, Digga. Ich bin richtig souverän gefahren, dachte einfach, komm, Digga, bist du gut gefahren, ist schon letztes Mal. Wie du wieder über die Linie gefahren bist und die zwei, drei rot nach hinten gepfeffert hast, weil das war ja die letzte Runde. Ich hol mir nochmal ganz schnell eine Energy. Och, Mann, ey, Leute, was ist denn los? Was ist denn los mit dem Bootsmeister? Aber das war auch irgendwie klar so. Ich bekomme auf dem zweiten eine Rakete und dann noch dieser Schicksalsschlag, so Monty Stern, dann Blitz. Das war irgendwie klar, was ist passiert. Ich wusste, als er meinte, Schicksalsschlag, der kommt. Ich wusste es einfach. Das Lustige ist, auf der Map hatten wir genau schon mal so eine Situation, dass ich einen Stern bekommen habe und dadurch dich überholt habe. Da ging es irgendwie, das war der 300-Euro-Cup, glaube ich, mit Horny noch. Kann ich mich wieder erinnern, kennst du, Bruder? Auch an der Stelle kann man, guter Übergang noch, einige fragen sich jetzt, was mit Horny. Gar kein böses Blut auch Richtung Horny und gar kein Disrespect, er ist ein cooler Junge. Aber ich habe halt überhaupt gar nichts mit ihm zu tun, momentan. Er spielt da seinen Landwirtschaftssimulator, was die ihm auch gönnen, läuft auch. Das läuft sogar echt bei ihm, ne? Ja, die Scheiße. Und aber mein... Also nur Front natürlich auch an Horny, ganz klar. Ich habe seit 2-3 Monaten mit Horny keinen großen Kontakt mehr, gar nicht, weil wir uns nicht mehr verstehen. Sondern weil wir einfach beide in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen sind und ich denke, ich kann da auch für Uwe und für Danny reden. Ja. Und ich habe halt einfach prinzipiell keine Lust, irgendwie mit Leuten aufzunehmen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe momentan. Vielleicht versteht ihr das vielleicht nicht. Kann auch sein, er ist ja auch umgezogen und so, die Wege trennen sich mal schon. Man mag ihn ja, er ist ja ganz gut, wenn er jetzt hier reinkommen würde, genau, weil es genau, ja. Aber wisst ihr, ich habe halt in der Zeit jetzt, auch wo wir keinen Mario Kart aufgenommen haben, habe ich trotzdem immer regelmäßig Kontakt mit Uwe und mit Danny gehabt. Ja. Aber mit Horny halt nicht und das ist auch gar kein Disrespect an ihn und Gruß und Kuss geht an ihn raus. Aber ich möchte halt nicht mit Leuten aufnehmen, irgendwie mit denen man sich dann nur zusammenfindet, weil man aufnehmen muss. Versteht ihr? Ja, genau. Das ist einfach mein ja. Mit Uwe und Danny chill ich halt auch so. Ja. Und komm nicht nur zusammen, weil wir aufnehmen. So, das ist halt das. Ja. Uwe, ich war, oh, das war meine, Danny. Alter, das war so close. Ich hatte Gott sei Dank selber drei Grüne. Achso, hat nicht getroffen, oder was? Nee. Achso, Anzeigebank wieder. Übrigens, Uwe und ich auch bald nicht nur Freunde, sondern auch Geschäftspartner. Der eine von euch hat es mitbekommen. Uwe genau. Und ich gründen zusammen mit unseren Geschäftspartnern, also mit seinem Team und mit meinem Team, zusammen eine Firma. Was da genau passiert, ich denke, jeder von euch hat das schon mitbekommen. Wir werden eigenen Gaming... Ach nee. Ach man. Wir werden eigenen Gaming-Booster auf den Markt bringen. Wie der heißt, wie das Design aussehen wird, erfahrt ihr dann alles, wenn es soweit ist. Genau. Ich kann euch nur eins sagen. Das wird richtig heftig, Digga. Das Jungs, wird erst richtig mal, heftig. Gönne ich euch, Jungs, erstmal Kuss. Finde ich nice. Aber ich muss da leider unterbrechen. Mit einem Blitz! Digga, wie er den. Das ist ekelig, Digga. Darauf muss ich erstmal nochmal meinen letzten Schoko-Ding, ja? Oh nein! Oh nein! Und nochmal einen Stern zur Belohnung für den Blitz. Oh, die Geschenke sind wie. Oh, ich liebe die Geschenke einfach hier. Aber es bringt mir nichts.
So. Also der Gaming Booster wird auf jeden Fall Geschichte schreiben, gehe ich von aus. Ich weiß, welche Geschmäcker kommen. Ich weiß, wie das Design wird. Ich weiß, wie der Name lautet. Und da gibt es da viel auf dem Markt. Aber glaub mir, wir werden neue Geschichte schreiben. Auch gar kein böses Blut Fesky gegenüber. Das war offen mit dem. Och nee. Och nee. Och ja, nein. Ja, ja, kriegen. Na, warum? Ja. Was war das? Oh mein Gott, Digga, ist das gut! Lass den Controller heim, wir müssen noch auflegen, Digga. 20 Minuten Minimum. Also das, muss ich sagen, an der Stelle war es komplett. Ich hab den Blau so genüsslich fliegen, das war so schön, Alter. Digga. Egal, ich bleib ruhig und relaxed. Es gibt sehr viel Konkurrenz, aber Freunde, vertraut mir, das wird next level. Und ich freue mich mega darauf. Ich freue mich wirklich mega drauf. Ich habe die Geschmacksproben mit Uwe hier verkostet. Davon hat er auch ein Video hochgeladen, zusammen mit dem Juden. Und die Geschmäcker waren halt einfach fernab von Gut und Böse. Das war einfach heftig. Und mit Fesky hatte ich immer ein bisschen Real Talk jetzt am Rande. Fesky ist ja mein aktueller Sponsor, was Gaming Booster angeht. Mit denen bin ich cool und habe aber auch von Anfang an, als ich mit denen die Partnerschaft schon angefangen habe, habe ich zu den Jungs gesagt, ey, wir können gerne eine Partnerschaft zusammen eingehen, die aber monatlich kündbar ist, denn ich plane, meinen eigenen Gaming Booster rauszubringen, meinen eigenen Energy. Und das war cool mit den Jungs alles und insofern kein böses Blut mit Fesky auch an der Stelle. Gruß und Kuss geht an die raus und viel Erfolg auch für die. In Zukunft zum 1.1. bin ich raus bei Fesky. Nur als kleine Information für euch. So, bei wie viel sind wir jetzt eigentlich? Ja, das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr, Digga. Haben wir auf der Map eben überhaupt gewettet? Wollte ich auch fragen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Nee, haben wir nicht, Digga, haben wir nicht. Ich habe einen Fofi gewonnen eben in der einen Runde und danach haben wir nicht gewettet. Da schmeckt der Sieg noch halb so gut, glaube ich. Aber unsicher, Mann. Nochmal eine Folge anschauen am besten. Ja, ich glaube. Nee, wir haben nicht gewettet. 30er, 30 Flocken. Ja, ja, kann ich auch sagen. 30er. Ach, Alter, scheiße. Aber trotzdem geschmackhaft eben. Schmackhaft. Ja, da auf den. Ah, nee, nee. Ja, oh, oh, Lul, du hast Uwe getroffen. Oh, Alter. Bleib mal kurz stehen, danke. Oh, nö, nö, nö. Oh, oh, Danny. Mann, hör doch, Mann, Mann, hör doch auf jetzt, Mann! Die kleine Peach. Die drei Boomerang habe ich abbekommen, Alter. Kannst du den Boomerang einstecken und deinem Hund hinterher schmeißen, der holt sich. Wie heißt er nochmal? Eddie, ne? Genau, Eddie, Digga. Ich verfolge das, ja. Also muss ich auch an der Stelle sagen, Uwe, man sieht richtig, dass ihr... Also, er liebt Skyler, er liebt... oh, Bruder, jetzt komme ich auf den Namen seiner Frau nicht, meine ich. Mina, ja, genau, richtig. Mina, man merkt, dass das Liebe ist, aber man merkt, dass er dich am meisten liebt, Digga. Ja, Mann, Digga, wir sind richtig, ich schwör's dir. Wir seid ein Team, man merkt es einfach. Ich habe heute, glaube ich, deine Instagram-Story gesehen, wo ihr euch zusammen aufs Sofa gekuschelt habt. Lass mir das Herz aufgang, Digga. Also, okay. Ja, ich habe auch einen Hund bisher. Lass mir das Herz aufgang. Och, Mann, Danny, kannst du mal vielleicht... Ja, man fühlt sowas auch mehr, wenn man, also wenn man sowas sieht und man hat dann selbst noch mal einen Hund, dann fühlt man sowas auch viel mehr. Oh, schöne Münzen, Donations hier. Ich muss auch nochmal irgendwie jetzt in nächster Zeit vorbeikommen, Digga. Erstmal war ich noch nicht bei deinem neuen Haus und zweitens habe ich auch den Hund noch gar nicht kennengelernt. So, jetzt aber nochmal ein bisschen Concentration, es geht um 30er. Die Boards sind vorne, Jungs. Ja, ich sehe es schon, ja. Bin traurig. Aber ist gut. Na komm, treff. Da will jetzt keine blaue. Oh, die grüne kommt, die visiert mich richtig an hier, ey. Jetzt, die trifft er die. Oh, oh mein Gott, Digga, war das knapp. Alter, der muss los. Hier, Bruder. Nö, nee, keine Zeit für Bruder. Was ist das hier? Danny, nimm mal, bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Hast du noch welche? Ja, ich hab noch welche. Sau, ey. Recht, Kühler. Oh, ja, ja, ja. Nicht nochmal drei, komm schon. Einfach Schmutz mal für dich, Tinte oder so. Eine für den Blumen. Ui. Ah, ey, klar. Ey. Wie kommst du vorbei? Gibt es Fahrrad? Ah, da muss ich früher reagieren. Ich muss mal öfter auf die Map gucken, Mann. Oh, ey. Digga. Oh, Monte. Oh, Monte. Schade. Oh, Monte. Oh, Monte. No! The oh. Kid is out! Mann! Out! Huh! Huh! Immer mit seinen Pelzen zum Schluss! Alter! Spannung, Digga. Richtige Spannung. Oh, Danny ist der Erste, Digga. Ja. Kennt ihn doch, Junge. Gibt's nicht. Ja, frustrierend. An der Stelle einfach nur frustrierend. Wir sind wieder beim Zwanni. Schmeckt. Die erste Runde lief astrein, butterweich, wie ein Buttermesser, Kipo, Kapi. Aber jetzt. jetzt läuft's gerade gar nicht. Scheiße.
So. Das wird mal interessant. Oh, Käse, Alter. Schmutz. Boah, nee. Eichelkäse. Boah, ich hab voll Hunger jetzt auf einmal, Digga. Null. So, komm, Käseland. Flughafen kommt eh, Uwe. Kappa, wappa, da bin ich, der Großmeister. Belastend. So, let's go. Digga, das gibt's doch nicht, ich bin letzter im Ranking. Ist da, das ist die, nee, zwei kommen noch, okay. Das heißt, hier geht doch eigentlich einiges. Ich muss mich konzentrieren, ich erzähle euch jetzt nichts mehr. Jetzt will ich einfach nicht mehr. Ich erzähle sowieso gleich wieder was. Und gleich wieder Real Talk auf der Zentrale. Ja, ist so, Digga. So. 40er? Ne, 30, bitte. Okay. Nee, 30. Okay. Damit ein Meister immer. Einfach schon so ein bisschen. Ja, ich denke halt auch noch an deine Folge und, Ah, ja, gut, besser ist das. Komm hier. Ja, aber schmeckt's. Ach, Digga, die Map habe ich aber auch schon so lange nicht mehr gefahren. Ja, aber die Bot eigentlich. Ja, die ist cool. Die verändert sich halt von Runde zu Runde, das ist ganz geil eigentlich, Digga. Das Ende ist auch unkrampfhaft. Oh! Ach komm, hä, die hat mich nicht getroffen? Wie? Die hat dich nicht getroffen? Die hat mich nicht getroffen, aber meine Dings ist regulär im Rot. Also in meinem Screen habt ihr ja gerade gesehen. Ah, ich war ganz normal weiter unspannt. Wie immer, der gute alte Anzeige-Bug, da kommt die nicht, Digga. Oh, Stern. So, heute sind die Geschenke, die besonders gut sind. Feiner, Monte. Digga, Bruder, gut. Gute Farm. An der Stelle. Dann gehen wir hier nochmal Windschatten. Nee. Dafür ich reiz' raus, Jungs. Wird ausgereizt. Oh, Jungs, und mir. Ganz komische Situation gerade. Ah, aua. Ah, Mann. Mann, nein, wer ist denn der Fettsack da hinter mir? Der Mario, bist du denn? Ja, deine Kohle, ne, der Typ. Oh, hast du gesehen, Digga? Donation, lieber Donation, was soll ich denn damit, Digga? Kacke, Alter, Trubel, was soll ich da? Oder ich wollte es gute Geschenke, ja, aber komm. Komm. Ah, je! Au! Digga, ich hab Nase gerade. Besser als. Oh nein! Oh, Bruder. Ach komm schon, Tinte auf dem dritten, Digga, was für gute Geschenke. Also gutes Fahren ist in der Runde durch, jetzt werde ich wieder. Ah, schade. Ach man, ich fall rund! Ist aber auch schwer die Karte, ne? Nee. Teilweise. Doch, finde ich schwer. Nee! Nee, ist nicht schwer, Digga. Ist nur schwer, wenn man von hinten die ganze Zeit abgepackt wird. Ach, ein Schmutzpilz, komm schon. Ach nö! Rotpilz ist lecker, eigentlich. Komm schon, Digga. Ey, ich war fast runter, oh, Digga, so close. Komm schon, jetzt runter, jetzt bitte. Rakete, komm schon. Komisch, die Map aufgespiegelt. Mach ich aufgespiegelt. Oh, das. Ja. Ach nein! Ich hab auch drei rote, Bruder. Ja, aber die könnten vielleicht trotzdem durchmachen. Okay. Eine wenigstens. So, jetzt. Komm schon. Och nein! Ja. Nein, ich hab abgewehrt, aber. Der Gegner gewonnen! Set down! Yep! Digga, wenn das noch einmal vorkommt! Mann! Ich raste aus! Digga, was sind das für Folgen? Wie viele Runden? Geschenke! Aus der Hölle! Das Ding ist, ich würde gerne meinen Controller kaputt schmeißen, aber ich weiß, ja, ich habe noch ein bisschen vor mir. Muss mir irgendwas frostmäßiges. Nee, ich hole mir noch einen Schokoriegel, geht nicht anders. Nervennahrung. Proteine von Uwe auf mich. Ja. Oh, lecker. Ja, so schwitzig so endet. Eine Pisse, Digga, Alter. Ich bin so am Sweaten, aber auch, ne? Ja, schon wieder, Digga. Zum Glück sind wir auf Null. Zum Kotzen. Ehrlich. Bin solide gefahren, aber okay, und das ist ja auch Wii U. Die Geschenke haben halt nicht mitgespielt, beziehungsweise bei Danny waren sie besser. Käse dann. Aber geil für die Zuschauer. Ja. Geil. Nee. Fuffi, auf Ehre auf Käseland, Danny. Auf Ehre auf Käseland, bin ich drin, Olga. Käseland ist meine Krampfkarte. Ich glaube, da habe ich in letzter Zeit nie abgeschnitten. Nie gut abgeschnitten, auf jeden Fall. Oh, guck mal, Digga, es fängt schon wieder an. Heute sind die Geschenke besonders gut. Ja, da geh doch mal vorne, Mann, hey. Du Affe! Hey. Ja. Oben ist Ehre, Bruder. Naja. Och nee, was soll denn damit? Oh, er kriegt auch eine Tröte. Null. Ja. Also voll viele Tröten auch in letzter Zeit. Holy. Wahrscheinlich haben sie was reingepatcht, oder, Fibo? Ja, keine Ahnung, fühlt sich irgendwas so an, Mann? Oh, ach, den muss ich, Digga, so tröten, verflickt. Oh, Alter. Ah, Uwe, das war Arsch. Och, Mann! Uwe wird auch nicht tröten, jetzt geht das so ruhig wahrscheinlich, ne? Ja, komm, Uwe, dann mach mal erstmal hier die weg da. Oh, ich hatte nix am Arsch, deswegen, Digga. Ah, ich hab mir nur eine Banane gegönnt, geil.
Sau. Ja, deswegen hab ich kurz das Maul gehalten. Ich muss ausreißen. Das war's mit dem Ausreißen. Ausreißen ist immer dumm, hat Monte immer gesagt. Immer den Danny, ausreißen immer richtig dumm, Digga. Was hast du, Idiot? Welcher Platz ist denn? Ich seh gar nicht mal von mir. Genau hinter euch, Foxen. Oh. Ah, mal gucken, wie lange. Bist du dich verdrückst mit dem Pilz und dem Fahrfehler, was? Ja, wir waren liegen, erstmal einfach abgesucht. Guck mal, richtig geil ab, guck mal hier. Ah, schade. So, Digga, das fragt mich schon wieder mit dem Dings ab, Alter. Ja, och, was Pilze, mach ich denn hier? Egal, scheiß drauf, oben ist auch in Ordnung. Ach, Münze, nicht so jetzt die. Oh ja! Nein, Blitz! Liebe! Aber die Rakete, nein, der Korb. Nein, die Rakete schlägt zurück, was soll das? Jetzt, nicht in der Kurve, nicht in der Kurve! Oh, die ist so lang wie mein Schwanz! Geil! Wie weit, Digga, wie weit bringt sie dich? Ja, Ehre. Aber ey! Ich bin blau und kurz! Ich liebe diese Folge heute! Ja, eine Tröte! Nein! Oh, ich bin hart, bin nervös! Pilze jetzt! Nein, verpiss dich! Nein! Nein! Ja! Scheiße, war das knapp! Ja! Für die Ehre, ein Fuffi in meine Tasche, Digga, was sind das für Folgen heute? Alter. Sei ein Sturm der Gefühle. Digga, scheiße, was ein Hin und Her, was ist das denn, Mann? Warum eine fucking Pflanze? Warum keine Pilze? Digga, Pilze nicht gewonnen. Die Rakete hat mir so Liebe gegeben, zum Glück. Oh, die hat mich so gefickt, die Rakete. Ich bin so weit nach vorne geschoben, Alter, das war absolut heftig. Ja. Wer hat den ersten Gold, Uwe? Ja. Ah, okay. Ganz komisch. Erster Platz Gold, zweiter Platz Silber und jetzt dritter Platz Bronze. Wenn wir jetzt nochmal wieder Gold holen, dann bin ich eigentlich recht happy in meiner Folge. Kappi. So. Das ist auch der letzte Cup, den wir machen. Dann sollte eigentlich die Stunde voll sein. So. Let's go. Es sind schon wieder sehr viele Emotionen in mir. Oh, Digga, es klopft hier die ganze Zeit an der Tür. Das ist der Staubsauger, den ich mir gekauft habe. Der elektrische Staubsauger. Der fährt immer so gegen die Tür, Digga. Und will rein. Ich nehm grad auf! Du bist zu laut, du Arschloch! Montana Black schreit den Staubsauger an. Ja, das ist einfach frech. Schon das dritte Mal jetzt in der Aufnahme klopft er dagegen und sagt, Bruder, ich will hier rein. Aber nein, ich bin am Aufnehmen, Mann. Oh, Mansen. Oh, so. Let's go. Let's go, Jungs und Mädels. So. Geile Soundeffekte am Start. Ja. Beste. Soundeffekt, Crack. So, ja. Hey, was macht er jetzt hier? Danny? Fofi, ah, okay. Fofi nochmal oder was? Danny? Ja, komm. Gut. Das war eben fucking close und die Geschenke zeigen gerade Liebe. Muss ich auch Liebe zeigen. Ehre. Ja. Hey, was ist hier los mit dem Drift? Ist das ein Autist oder was? Ja, ganz komisch eben. Flying Drift. Flying Drift ist wieder da. Vollspiel kriegt man hier sein erstes. Nee, gar nicht klar, du. Ich wollte gerade sagen, Vollspiel kriegt man hier sein erstes Geschenk, aber wir haben ja direkt am Anfang. Mann, was ist denn los bei dir, du Mistvieh, Alter? Danke. Oh, das war keine gute Idee. Die tötet doch immer das Ganze. Das ist so heftig, Alter. Ja, jetzt, Digga, ist mir doch jetzt. Am Anfang ist mir scheißegal, ob eine für den Blauen kommt. Nee, ich meine eben eine Runde. Ja, die Musik finde ich Ehre hier. Oh, jetzt. Come on, jetzt kommt mit deinem Geschenk auf einmal. Oh! Der Snipe passt! Oh, ich sag das selber. Also, die Musik hört mich gerade an. 5, 6, 7, 8 und jetzt! Nein! Oh, ich hab den Boost nicht bekommen, lol. Was war das denn? So, komm, yalla. Zack. Gutes Fahren setzt sich am Ende des Tages durch, vielleicht? Ja. Eventuell? Ich bin ja shit, ja. Na, eigentlich freut es mich nicht zu hören, weil ich für ein faires Duell. Oh, was ist das? Och, ich hab einen Schwächeanfall gehabt im Finger. Hab die Grüne davor. Och ja. Der Schwächeanfall wird direkt ausgenutzt, das ist auch völlig in Ordnung. Keine Sorge. Ich hab wirklich einen Schwächeanfall gehabt, Digga. Ich wär mit 23 schon krampf. Es kam noch keine für den Blauen. Ja, hier, Danny. Och Mann, Uwe! Och Mann, ey, Uwe, guck mal, das ist einfach. Uwe, Liebe erstmal dich. Nee, Uwe ist einfach ein 31er. Nee, lieber ein Uwe. Und das spielt auch ein Didos auf Neosubs. Ganz einfach. Scheiße.
Eine Tröte, Digga, was soll ich denn damit, Alter? Ich auch, Digga. Du bist aber Erster, oder? Ein Zweiter, Digga. Ach, Uwe, ich muss meine Tröte wieder raushauen, jetzt zu Sau. Komm schon! Pushen! No. Oh, guck jetzt sowas vor. Ach, Mann, ey! Ehre, Digga, ich hab eine scheiß Tröte bekommen. Ehre. Ehre mit F? Ja, Ehre mit R. Mit R, ganz wichtig. Ehre. Ja, das letzte Geschenk wird entscheiden. Ganz einfach. Nein, hör auf. Ja, es ist ja so. Es ist ja real talk. Ja. Komm schon. Oh, eine für den blauen, aber. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Hab nichts. Will lieber Danny treffen, dagegen macht. Ja, warte mal, warte mal. Ja, die könnte eventuell Danny treffen, aber. Nee. Ja, let's go! Let's go, richtig! Ich sag Schwitzer am Start hier. Bei wie viel? Null sind wir jetzt wieder, ne? Ja, Digga, ja, null. Scheiße, Digga. Hoch und hoch und runter. Ich hab schwer Nasenblumen gehabt vor der Folge. Ich dachte, 300 Minus auf dem Tacho, ey. Huh. Beschissen. So. Sagen wir es einfach mal so. Was sind wir denn jetzt für eine Mann? Hatten wir den Dschungel schon? Wilder Witwe-Weg. Ah, ich weiß ja. Stimmt. Stress-Map jetzt hier. Ah, die ist echt stressig, Alter. Nee, die finde ich geil, Digga. Doch, die finde ich geil. Na, muss ich los. Die muss ich groß. Geil. Also die finde ich geil, die Metronom-Map da. Kurz auf Krampf, ihr kennt ihn. Ein, zwei Züge, sagst du? Ja. So, let's go. Let's go, baby. Ah, die Map enjoy ich. Oh, Danny, was machen wir denn jetzt? Nochmal ein Fofi oder was? Letzten zwei Runden, ne? Ja, komm. Nee, das sind noch drei Runden sind jetzt. Blauen, oder? Ah! Okay, lass 50 Euro. Ja, okay, easy, nice. Oh, ja, oh. Easy. So. Naja. Ah, die Map enjoy ich wirklich. Also, die finde ich auch einer meiner Favorite Maps. Die ist ein bisschen anspruchsvoller, aber geil zu fahren. Ich finde, die lässt sich einfach smooth fahren. Und zum Schluss gibt es halt noch eine geile Möglichkeit, noch ein paar Plätze gut zu machen, wenn du einen Pilz hast. Ja, das, nochmal, das stimmt. Das ist geil auf jeden Fall. Ah, aua. Ja, das war nicht so gut gefahren, egal, scheiß drauf. Jetzt wieder Tröte, Alter, auf unnötig, Mann. Wollen wir hier ranfahren, vielleicht? Noch ein bisschen her? Nee, ich hab keine Zeit, Bruder. Ey, ich hätte mich doch nicht so scheißen können. Hab ich dich getroffen? Ja, ja. Ey, und die Banane auch noch, die Uwe von hinten auch noch. Ey, Uwe. Ja, ja, how's going, ey? Ey, mein, Digga, mein... Er hat einfach gebremst, obwohl ich nicht bremsen gedrückt habe. Aha. Nee, jetzt ernsthaft. Ganz komisch gerade. Nee, jetzt bin ich so weit was hinten wie ohne Müll und alles, Alter. So eine Scheiße. Och, Mann. Ganz komisch aber gerade. Aber gut. Egal. Digga, ich bin absolut lost. Das ist, das war's komplett. Ja, komm schon. Werd wieder groß. Oh, eine Münze, da leckt mich doch fett am... Eine für den Blauen, obwohl noch schon... Ich habe auch eine für den Blauen. Oh, eine Tröte, Alter, was... Oh, da liegt ein Pilz. Ich habe den Pilz auch verpasst, der ganze Gegend. Noch ein Pilz hier vorne. Hat sich richtig traurig angefühlt gerade. Ja, das wenn jetzt eine für den Blauen kommt... Ja, ich sehe auch gerade mal. Oh, hier sind zwei. Ehre, beide bekommen. Du 8, ich die 8. Och, Mann, ey! Was soll denn das immer? Immer auf den letzten Drücker. Ach komm, da leck mich doch fett am Arsch. Ja, halt die Schnauze. Ach ja, jetzt kommt wieder das volle Programm. Da leck mich doch am Arsch. Egal, wer zuletzt hat, am besten kommen. Ja, komm, gutes Geschenk. Ach nee, was soll denn damit? Oh, Digga, jetzt gib mir. Letztes Geschenk, Digga, das ist jetzt entscheidend. Jalla. Ach nein, Uwe. Ja, ich hab's eben noch erwähnt. Ach nein, Danny hat auch. Ach Mann, ey. Ja! Mann, ey, was soll denn das? Warum kriege ich keine Liebe? Scheiße. Tsching. Ich pack euch mal den Spendending von mir in die Beschreibung. Nee, Spaß. Nee, Bruder. Ey, das ist doch scheiße. Also. Die blaue hab ich auf dem zweiten bekommen, Digga. Ja, da cool Story, Digga. Da frage ich dich nochmal, wo der Bus in den Lobby ist. Hat er mich gefragt? Hab ich schon eben erwähnt. Nee, ich sag ja, heute ist mit dem Geschenk echt irgendwas los, Mann. Haben die wahrscheinlich nochmal einen dicken Patch rausgehauen für die Folge, Kappa. Digga. Was war denn da jetzt los, ey? Digga, da komm ich gar nicht. Nee, da komm ich nicht drauf klar. Ehrlich nicht.
komm, let's go. Ehre. So, vorletzte Runde. Jetzt muss ich mich an. Nee, also es sieht auch echt scheiße aus für mich. Egal was ich mache, ich fahre eigentlich solide, aber. Och nee, nicht die Pissmap wieder, Mann. Komm, Fofi, scheiß drauf, jetzt will ich wissen, Danny. Okay, Danny ist Fofi im Plus. Go. Auf der Map habe ich nie Glück. Hab ich nicht mehr gerechnet, Mann. Okay. Jetzt verpiss dich, Uwe. Uwe. Ja. Komm mal her. Hey, hey Jungs, mach nicht so Auge, Mann. So, jetzt muss ich. Wer schon aggressiv noch nicht dran denkt, was noch passiert, Digga. Ich häng so in deinem Arsch. Vorher mal attackier mal, Bruder. Komm. Oh, Uwe, komm, was vor. Oh, Uwe, komm. Ich auch drei. Verpisst euch! Hört auf, euch abzusprechen, ihr kleinen 31er-Söhne! Ich spreche nur. Ja, ich merke das schon, Digga. Nichts die Absprache, man kennt sich. Kein von meinen Teamkollegen hier. Oh! Hey, was macht ihr denn da? Hört auf damit! Ich hab gar nichts, das ist Uwe. Der Uwe macht richtig Hammer, Digga. Uwe, lass mal. Verpiss dich, Digga! Uwe, ey, Mann, mach jetzt nicht. Oh mein Gott, Digga, die Dinger fliegen an mir vorbei, das wäre nicht mehr feierlich. Geil! Nee, nicht geil! Runde, scheiße. Oh! Uwe, ich liebe dich, oh, Alter! Uwe, komm, Bruder. Oh, Uwe, dann gehen die Grüße noch raus. Ja, gut, hab ich gesagt. Ja, gut, hab ich gesagt, dass ich Uwe liebe. Ja, gut, hab ich. Oh. Kannst nichts machen, Digga. Ehrlich, kannst nichts machen. Ich, ist wie verflucht. Bin ich froh, wenn die scheiß Aufnahme zu Ende ist, Digga. Bin ich froh, wenn die scheiß Aufnahme zu Ende ist. Ich bin schon wieder getriggert aus der Hölle, Digga. Ich werde am liebsten irgendwas kaputt schlagen, aber ich mach's nicht. Ganz tief durchatmen, Monte. Ganz tief durchatmen. Ich würde mir ja noch einen Schokoriegel holen, aber die sind alle. Ach du Scheiße. Oh, heftig ist das Ding, Digga. Die drei Roten. Diese verzweifelte Faust gerade. Oh Gott. Kann auch, bin ich froh, wenn ich die scheiß Aufnahme ausmachen kann, Digga. Was nee, Digga. Das ist eine Frechheit. Ich hab's gesagt, auf der Map, Digga, ich hab da. Ach komm. Und Uwe, die kleine Digga, wird dann hier vorne stehen, schreibt mal ein Foto. Und nach einem Hochschulen Brust. Seine Firma erwähnen kann für Reichweite und dies, das. Und jetzt für Mario. Oh mein Gott, Alter. Oh, was ist Liebe, Alter. Wunderlich. Scheiße, kann ich mehr, Digga. Lecker. Oh. Geil, Digga. Oh, ich hab schon Tränen, Digga. Herrlich, Freunde, herrlich. Lachkick. Und Donut-Ebene, die ist auch ganz kurz, Worte. Wie dein Schwanz zu wechseln. Ich wusste das auch sagen. Oh, letzte Runde! Ja, Danny Honi nochmal jetzt. Jalla, komm, alles oder nichts. Sehr, sehr gerne. Ich verliere so, ich weiß einfach. Ich weiß einfach. Ah! Mit den abgehörigen Uwe auf arroganter Basis, denke ich. Akku, auch mal den guten Stern. Wie meinst du? Toni, schmeckt. Oh, was mach ich denn hier? Ja, Uwe, komm, alles klar, Uwe. Jetzt aber auch, ihr merkt, bei mir ist einfach. Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Heute wurde mein gutes Fahren nicht belohnt. Und ich fahre auch jetzt gerade ehrlich wie Danny in seinen schlimmsten Zeiten. Und das soll schon was heißen. Ich muss auch sagen, dass ich sehr souverän fahre heute. Ach, gar nicht fest souverän. Am Arsch. Heute wird abgeliefert. Ja, lecker. Ja. Das war's komplett, Digga. So, oh, ja. Oh, Alter. Kommen wir jetzt vielleicht noch auf Ehre was? Oh ja, okay. Okay. Okay, ich bin der Erste, der. Oh. Ergibt sich was, sagst du, oder? Oh, ja, geht, ergibt sich. Oha. Bitte nicht in der Kurve, bitte nicht in der Kurve. Kommt mir sehr gelegen, zweite Runde, er ist nicht vom Blonde sowieso. Was? Ja, ich freue mich auch darüber jetzt nicht, Digga. Weil ich krieg sowieso dann alle für einen Blonde. Und dann war's das mal wieder komplett. Bombing, Uwe, moin. Oh. Uwe, von dir am besten, würde ich am meisten. Nein, nein. Ich hab mich. Aua, aua. Das Gute ist, weil die Map so klein ist. Eigentlich kann mich jetzt gerade nur noch. Au! Eine für einen blauen abfacken, weil es sind, also ich habe ja schon Leute überrundet. Das heißt, wenn sie jetzt rote haben oder so.
Dann trifft komplett. Ja! Was erzähle ich hier? Wisst ihr, wie ich meine? Oh, Danny, warte mal ganz kurz. Freu dich nicht zu früh. Ja! Nicht zu früh, Danny. Hast du drei? Ja, ich hab Rakete drei. Vom Bord. Oh, jetzt mach ich noch den Fahrfehler der Vergeltung. Digga, nein. Ich werde Danny zwar durchreichen, aber. Oh, oh. Oh. Mario, oh. Es ist wichtig jetzt, Mario. Gut zu fahren, nee, los. Ja, Mann, ey! Ja! Let's go! Mario! Nee, Digga. Wichtig, Leute! Bin scheiße gefahren. Scheiße, Digga. Erster auch für mich noch einmal! Entschuldige. Bin scheiße gefahren, tut mir leid. Boah, die Folge werde ich mir so reinsaugen, Alter. Naja. Das war dann wohl die Weihnachtsfolge, würde ich sagen. Mit 200 Euro in den Miesen. Danny, du Wichser, wenn du weiter so lässt, komme ich jetzt nach Elmshorn und fick. Nee, ich bin scheiße gefahren. Zum Schluss sowieso. Insofern GG an meine Kollegen hier. Ja, check die Folgen von den Jungs aus. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Und Kuss auf die Nuss. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Weiß um mich noch rein. Jetzt weiter aufzunehmen mit euch. Danke.